Die Elbinsel Lühesand in Niedersachsen. Die Camper, die hierher kommen, schätzen vor allem die Ruhe und die Natur. Einmal Lühesand, immer Lühesand. Doch an Pfingsten ist Schluss mit der Ruhe. Wir sind schon wieder oh, im Inselfieber. Das große Fußballturnier ist zurück auf der Insel. Ja, und dann kommen die Nächsten, wollen das auch. Nee, ich kann das nicht. Das weiß ja keiner. Ja, nee, du kriegst hier nicht dein Einzelrecht. Viel zu tun. Und die erste große Bewährungsprobe für den neuen Betreiber der Gaststätte auf dem Campingplatz. Gerade ist ein bisschen Stress. Wenn der erste Anfang direkt vorbei ist, mache ich drei Kreuze, ja. Der Fähranleger zur Elbinsel Lühesand im Alten Land. Freitagmorgen. Holger Blom ist hier seit fast 40 Jahren Campingplatzbetreiber und Fährmann. Mit dem Boot über die Elbe, das ist sein Leben. Momentan schippert Holger stündlich vom Festland auf die Insel. Die ersten Gäste und Camper vor dem langen Pfingstwochenende reisen an. Ja, es fängt an so langsam, ne? Die ersten sind schon da zum Zelten. Ein paar sind gestern schon gekommen. Wie gesagt, es ist Freitag, meisten Arbeit. Ja. Von daher, das geht heute Nachmittag los, dass die Leute kommen. Heute Nachmittag und morgen. Holgers Tochter Melanie Blom will auch rüber. Am Pfingstsonntag findet auf der Elbinsel ein großes Fußballturnier statt. Das ist unser Wanderpokal. Um den geht es Sonntag. Mal schauen, wer ihn sich dieses Jahr ergattert. Ausnahmezustand, viel los. Es wird viel gefeiert, es wird laut, ja. Ihr Mann Patrick Blom nimmt die letzte Ladung für die Feiertage entgegen. Eis fürs Wochenende. Ich glaube schon. Jetzt haben wir dann alles. Patrick hat in diesem Jahr die Gaststätte auf dem Inselcampingplatz übernommen. Die Logistik, eine Herausforderung. Alles, was sie an Lebensmitteln und Getränken brauchen, müssen sie mit der kleinen Fähre über die Elbe bringen. Mit dem Fußballturnier wollen sie viele junge Leute und Familien auf die Insel locken. Wir sind auch gespannt, wie es denn so werden wird. Und es ist unser erstes Jahr Pfingsten. Ja. Seit Holger denken kann, sind die Fähre, die Elbe, Lühesand und der Campingplatz sein Zuhause. 1987 übernahm er das Ruder von seinem Vater. Jetzt steht der nächste Generationswechsel an. Nach 10 Minuten Überfahrt erreichen sie die Insel. Die Gaststätte auf Lühesand. 6 Jahre lang war sie verpachtet. Mit Schwiegersohn Patrick ist sie jetzt wieder in Familienhand. Für ihn Neuland. Hast du schon aufgenommen? Hast du schon aufgenommen? Ja. Melanie arbeitet als Industriekauffrau in Hamburg. Seit April unterstützt sie ihren Mann Patrick in jeder freien Minute in der Gaststätte, damit der Neustart ein Erfolg wird. Ja, wir eröffnen um 12.30 Uhr und meistens kommen die Gäste direkt von der Fähre hoch. Also ist meistens dann auch gleich was los. Patrick kam schon als Kind mit seinen Eltern auf die Insel. Die Gaststätte zu übernehmen, war lange sein Traum. Nach der Schule lernte er Segelmacher, arbeitete im Schichtdienst. Jetzt der mutige Schritt. Grillen, Kochen und so, das war immer schon meine Aufgabe zu Hause. Und ja, irgendwie mache ich das leidenschaftlich gerne und dann passt das halt so ganz gut. Einige Rezepte haben wir von meiner Schwiegermutter übernommen. So das Bauernfrühstück zum Beispiel oder so, das ist ja schon immer ein Hit gewesen. Und dafür kommen die Leute extra her, ne? Wir wollen es halt authentisch halten und selber machen. Und dafür ist die Karte klein, aber dafür vernünftig. Auch für Melanie ist Lühesand viel mehr als nur eine Insel. Also hier ist es eigentlich für mich wie zu Hause. Ich bin hier mit meinen Oma und Opa und meinen Eltern aufgewachsen. Für Patrick ist es sicherlich noch spezieller. Also es ist halt alles Familienbetrieb und es ist sehr familiär. Man sieht sich den ganzen Tag, gerade am Wochenende. Ist natürlich ein Kontrast zu seiner Schichtarbeit, die er vorher hatte. Ich denke, wir fuchsen uns da so langsam rein und
ja, ich denke, das wird sich entwickeln. Neuling Patrick ist es wichtig, seine eigenen Ideen, seine eigene Note in die Inselküche einzubringen. So möchte er sich gegen die Konkurrenz auf dem Festland behaupten. Paprikasoße, Jägersoße und die Currywurstsoße machen wir selber, ja. Und dann kochen wir die ein und dann können wir die je nach Rezept immer aufwärmen. Patrick und Melanie haben sich schon als Kinder auf Lühesand kennengelernt. Eine Inselliebe bis heute. Schön, guten Appetit. Wer bekommt das Paprikaschnitzel? Hier. Bitte schön. Guten Appetit. Guten Appetit. Schön. Lecker. Ihnen schmeckt's. Aber können seine Soßen auch die Gäste beim Fußballturnier begeistern? Seniorchef Holger ist immer noch auf der Elbe unterwegs. 12 Gäste mit Gepäck kann er auf einer Tour mitnehmen. Auf Lühesand gibt es im Gegensatz zu anderen Campingplätzen keinen Kiosk und keinen Supermarkt. Es gibt nur die Gaststätte. Die meisten Gäste haben deshalb ordentlich Verpflegung dabei. Viele von ihnen sind Stammgäste. Die wollen ja auch 3 oder 4 Tage hier bleiben, ne? Am Abend auf dem Campingplatz. Die ersten Fußballer vom Festland sind da. Das Inselfeeling der Hobbykicker ab jetzt. Viel Trinken und Party. Jungs. Den Alkohol haben sie bei Melanie vorbestellt. Oder ein lieber. Ja, okay, mach 2. Warum habt ihr nicht Korn fürs ganze Wochenende bestellt? 10 Kisten Cola. Und 10 Kisten Korn. Für die trinkfreudigen Fußballer haben Melanie und Patrick viel Hochprozentiges besorgt. Aber schön, dass ihr Äpfel dabei habt. Wenigstens noch Äpfel gekauft, weil ich nichts anderes zu essen mit habe. Der mich jetzt einbauen und Äpfel. Aber nicht. Ja, wir haben nur Äpfel dabei. Machen wir Apfelmost drauf. Bosco Rangers. Ja, genau. Nach der Apfelsorte, ja. Die Freizeitkicker kommen aus dem alten Land. Doch, ist meine Nahrung bis Wochenende. Ja, das ist noch harmlos. Morgen geht's los. Das ist noch ein kleiner Vorgeschmack, sage ich mal. Also viele sind noch arbeiten, da wird noch ein ganzer Schwung nachkommen. Und auch die Stimmung und die Musik, das wird noch lauter. Gleich nebenan die nächste Fußballtruppe. Extra angereist aus Nordrhein-Westfalen. Das hier ist unser Stammplatz seit 27 Jahren. Die Clique hat sich etwas geändert und mittlerweile ist es ein großer Teil der Familie der eigenen. Dieses Jahr tatsächlich wieder. Ganz früher mit der Clique haben wir auch mal teilgenommen. Und dieses Jahr haben wir auch wieder eine Mannschaft gemeldet. Das sind aber tatsächlich unsere Mädchen. Die wollen sich mal behaupten dabei. Mal gucken, was losgeht. Insgesamt 10 Amateurteams spielen am Sonntag um den Wanderpokal. 10 Uhr am Samstagmorgen in der Gaststätte. Familie Blom nutzt die Ruhe vor dem Sturm für ein gemeinsames Frühstück. Mit dabei auch Mina, Melanies und Patricks Tochter. Die nächste Generation Campingplatz. Ich denke, heute werden einige Fußballer zum Essen kommen. Gestern hatten sie alle noch Verpflegung dabei. Aber einige werden auch noch anreisen, die gestern noch gearbeitet haben. Wir sind gespannt, was da noch so kommt. Ich habe mich selbst eingeteilt für hauptsächlich Fähre fahren, Müll fahren, die Waschräume, Toiletten wieder fertig machen und so weiter und so fort. Eigentlich von jedem was, wo gerade was gemacht werden muss. Ja, es ist halt Ausnahmezustand. Das wissen alle, das wissen auch die Camper, die den Lärm vielleicht nicht so gerne mögen. Die bleiben dann dieses Wochenende eher fern von der Insel. Aber es ist schon schön. Also man freut sich schon drauf. Klar, es ist viel Arbeit, aber es ist auch irgendwo Vergnügen. Es ist auch schön, wenn man unter Arbeit ist. Ja. Im Schuppen lagert alles, was sie für den Aufbau des Fußballturniers brauchen. 3-mal fiel es wegen Corona aus. Sie sind froh, dass es jetzt wieder stattfindet, denn mit solchen Veranstaltungen wollen sie junge Leute auf die Insel locken. Ja, so langsam müssen wir zusehen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Und ich muss um 11:30 die Kneipe, 12:30 die Kneipe aufmachen und dann müssen wir kochen. Ja. Bis dahin muss das fertig sein unten. Patrick organisiert das große Turnier am Pfingstsonntag zum ersten Mal.
Seniorchef Holger hat die Verantwortung gerne abgegeben. Viele Jahre hat er sich darum gekümmert und dabei schon viel erlebt. Ja, ein Schienbeinbruch. Sowas passiert schon mal, aber das passiert überall beim Fußball, ne? Da wird drüben ein Krankenwagen bestellt. Und dann, genau, rein ins Boot und dann auf der anderen Seite raus. Kein Problem. 200 Meter sind es bis zum inseleigenen Sportplatz. Dort bereiten Freunde und Familie das Spielfeld vor. Ohne ihre Hilfe würden sie das alles nicht schaffen. Entstanden ist das große Fußballturnier vor über 30 Jahren aus einer Schnapsidee heraus, weil immer mehr Camper auf der Wiese kickten. Was Pavillon wegbringen? Irgendwann kaufte Holger den Pokal und stellte das erste Turnier auf die Beine. André, Dennis, könnt ihr mal eben mit anfassen? Vier Mann, vier Ecken. 4 Jahre lang lagen die Pavillons im Schuppen. Und das hängt ein bisschen. Jo. Das steht so gut wie noch nie. Reicht erstmal. Müssen wir gucken, ob wir es abgespannt kriegen. Hier wird später das DJ-Pult stehen. Denn ohne Musik und die hier beliebten Ballermann-Hits kein Turnier. Früher haben Patrick und Melanie selber mitgefeiert. Gut, aber dann ist ja soweit einmal erstmal. Ja. Das machen wir dann morgen. Morgen wische ich nochmal ab. Auch die aus, bevor sie an ist. Wie gesagt, den Stehtresen noch und dann ist ja auch schon gleich auf. Ja. Das Eiland Lühesand in der Elbe zwischen Hamburg und Stade. Nur 3 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Wilde Natur und echtes Inselfeeling. Ein Paradies für Camper, Tagesgäste und Seniorchef Holger, der hier sein ganzes Leben verbracht hat. Ich habe irgendwann mal gesagt zu meinem Sohn und meiner Tochter, wenn ihr das weitermacht, verhaue ich euch. Aber jetzt sind sie in dem Alter, die haben das jetzt schon ewig mitgemacht und gesehen. Die wissen das. Und es ist eben, man hat 7 Tage die Woche Arbeit, ne? Man hat kein Frei und nichts. Und das ist dann doch schon stressig. Aber die machen das schon gut. Und wenn das denn in der Familie bleibt, ist das ja auch was Tolles. Rund 100 Stellplätze für die Camper gibt es hier. Gleich kommen wir zur Wohnmobilwiese, wo die Wohnmobile stehen. Hier rechts gelegen sind die Dauerplätze. Dauerplätze für Camper, die irgendwann mal auf Lühesand gestrandet sind und hier die ganze Saison von Ende März bis Mitte Oktober verbringen. Martin und Klaus kommen schon seit Jahrzehnten hierher. So, jetzt müsste mal bald Bild da sein. Ich guck mal. Guck mal nach bei dir. Fernsehempfang. So viel Komfort muss sein. Jetzt geht er wieder weg. Stören doch die Äste da oben, oder was? Was haben wir jetzt? Dreisat. Ja, das geht. Ja, lass mal an. Dreisat erstmal. Mal gucken. Der Lage sein. Geht auf. Geht. Ja. Erste geht. Ja. Oh, mehr? Nee. Digga, aber das kriegen wir hin. Das liegt am Kabel. Das liegt nur am Kabel. Mehr ist das nicht. So, den machen wir aus. Philipp, die Programme noch. Und aus. Mach mal, ob ich noch geht. Die beiden Rentner sind schon fast ein Teil der Inselfamilie. Wir wussten nie, was da passiert. Er hätte nichts gesagt. Und dann hörten wir, dass Paddy die Kneipe übernimmt. Denk, oh, schön. Und Paddy will dann ja auch, wenn Holger mal in Rente geht, den Campingwart machen. Ja. 4. Generation Blom auf der Insel hier. Ja. Das finden wir sehr gut. Zwischen den Fährzeiten gibt es für Holger auf dem Campingplatz viel zu tun. Der 64-Jährige ist froh, wenn er alleine vor sich hin werkeln kann. Das ist gar nicht so viel. Also es war schon schlimmer. Ich denke, heute Abend muss ich wieder fahren, weil viele noch abreisen und ihren Müll dann eben hinterlassen noch. Aber das ist eben normal. Man hat seine Ruhe.
man ist in der Natur, besser geht's ja eigentlich denn nicht. Das ist eine schöne Sache so. Für ihn geht es jetzt weiter zur Fähre. Auch die soll Patrick einmal übernehmen. Doch der hat keine Zeit für die notwendigen Bootsscheine. Denn zunächst muss die Gaststätte laufen. Patrick nimmt die ersten Bestellungen für heute auf. Mit moderner Technik. Hallo. Hey. Machst du uns eine Portion Pommes für die Kinder, bitte? Ich nehme ein halbes Ciabatta-Schinken. Du warst Salat, Schinken. Ein ganzes? Nee, halbes. Und ein Bauchgeschirr. Früher wurden hier Bestellungen handschriftlich auf Zetteln erfasst und später abgerechnet. Das machen sie jetzt digital, per Tablet. Das haben wir dieses Jahr eingeführt. Und wir mussten auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen hier drüben. So, jetzt können wir Kartenzahlung anbieten. Das mit den Zetteln in die Küche und so. Man braucht nicht alles doppelt aufschreiben. Das ist schon, vereinfacht die Sache schon enorm. Und dann muss sich Koch-Neuling Patrick um die nächste Bestellung kümmern. Die Fußballer sind da. Die haben Hunger, kriegen jetzt gleich Frühstück um 12.30 Uhr. Ja. Ja, Currywurst, Pommes und Schnitzel. Am Geschmack der Currysoße hat Patrick besonders lange rum experimentiert. Tomaten sind drin. Der Rest ist Geheimnis. War viel Arbeit. Und über den Winter viele Currysoßen, die wir gegessen haben. Ja. Die Fußballer, echte Currywurst-Kenner. Ob Patrick bei ihnen mit seiner selbstgemachten Soße punkten kann? Jo, danke schön. Guten Appetit. Super. Analyse? Analyse sagt super. Bislang sind nur wenige Mannschaften zum Campen auf der Insel. Den großen Ansturm erwarten sie morgen. Clever. Ja. Pfingstsonntag, Turniertag. Senior-Chef Holger ist schon seit 8 Uhr unterwegs und bringt die Mannschaften rüber. Auch der FC Bombenbreit ist dabei, mit Teamgeist und viel Promille im Gepäck. Nonstop, ja. Aber das ist normal. Die schlimmsten Truppen von der Sache so. Der Dame ist gut dran, ja. Jetzt das Siegerteam auf dem Schirm. Es wird voller und lauter auf der Insel. Oh, wir sind schon wieder, oh, im Inselfieber. Diese beiden sind zum ersten Mal an Pfingsten auf Lühesand. Ja, und mit Oropax wurde es etwas erträglicher. 10 Uhr, in einer Stunde ist Anpfiff. Ganz wichtig, der Grill für die Wurst. Rund 300 Besucher erwarten sie. Die Herausforderung für Patrick und Melanie? Essen und Getränke gibt's gleichzeitig auf dem Sportplatz und in der Gaststätte. Wir werden uns abstimmen, wenn irgendwas leer ist, dass er mir das neu runterbringt, weil wir hier nicht die Möglichkeit haben, alles zu kühlen. Das heißt, wir haben oben noch einiges in der Kühlung. Genau, wenn irgendwas leer ist, werde ich ihn anrufen, dass er was bringt. Nur diese kleine Kühltruhe für den großen Hunger und Durst. Das Turnier, eine willkommene Abwechslung zum doch eher ruhigen Campingalltag, vor allem für die Dauercamper Martin und Klaus. Jedes Jahr das Gleiche. Sitzt immer hier. Immer, immer. Würde nicht den Moderator ergeben, dicht am Tresen und dicht am Platz. Einmal im Jahr muss das sein. Das ist die Insel für die schön belebt. Das macht Spaß. Ja. 11 Uhr. Es geht los. Liebe Mannschaften, herzlich willkommen hier auf Lühesand. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid. Bitte haut die Bälle nicht sonst wohin, wir kriegen die nicht wieder. Hier sind ganz viele Dornen, wir sind hier auf der Elbinsel, ihr kennt es. Flach spielen, hoch gewinnen, das ist hier die Devise. Und wir starten jetzt mit der ersten Partie. FC Adler gegen FC Bombenbreit. Gleich zu Spielbeginn hat Melanie Stress am Tresen. Es geht um einen Kasten Bier.
Ihre Devise, cool bleiben. Wenn du ein Bier möchtest, bringst du mir 2 Euro und kriegst ein Bier. Hör mal zu, du sollst den Kasten ja nicht rausgeben. Das weiß ich, aber ich kann hier nicht die Zettelwirtschaft, da habe ich nachher nichts mehr. Wieso Zettelwirtschaft? Da steht ja nur Bosco Rangers und was ist Strich, wenn der Kasten alles ist. Ja, und dann kommen die Nächsten, wollen das auch. Nee, kriegen wir nicht, das weiß ja keiner. Ja, nee, du kriegst hier nicht dein Einzelrecht. Nee, können wir heute nicht machen, denn wir wissen nicht, wie viel noch kommt. Wir haben nicht genügend hier unten und auch kalt ist es einfach nicht möglich. Also wir kriegen es nicht so schnell nachgekühlt. Von daher wird es in Flaschen heute rausgegeben. Wichtige Info von unserer Snackbar, die Bratwurst ist fertig. Gönnt euch. Dankeschön. Bis jetzt läuft's gut bei Melanie. Ihr Mann Patrick muss jetzt schnell rüber in die Gaststätte. Ich muss jetzt hoch. Ja, wenn ihr noch irgendwas braucht, könnt ihr euch melden. Ja. Bier ist noch genug da. Müssen wir gucken. 3 Kisten habe ich noch, der Rest ist kalt. Ja. Aber ich rufe an, wenn wir durchtauschen. Gerade 12.30 Uhr und schon ist es in Patricks Gaststätte voll. Bevor er in der Küche loslegt, Kurzanweisungen am Tablet für die Aushilfen. Auch sie, Freunde und Familie. Für Patrick steht viel auf dem Spiel. War seine Entscheidung, die Gaststätte zu übernehmen, richtig? Ja, jetzt geht's los. Schafft er den Ansturm heute? Viele Bestellungen gleich zu Beginn. Um die 10 jetzt erstmal. Aber da werden noch einige nachkommen. Man merkt, dass das Team nicht ganz eingespielt ist. Ja, es ist halt doppelt Stress, weil ich die ja noch ein bisschen anleiten muss. Und denen erzählen muss, wie ich das gerne hätte. Und ja, jetzt müssen die Essen auch langsam raus, sonst werden die Kunden ungnädig. Ja, aber wir schaukeln das schon irgendwie. Manche Tagesgäste kommen extra wegen der neuen Currywurst. Meine Idee war, ich bin auch noch nie auf dieser Insel gewesen, dass wir mal mit der Familie zusammen Currywurst-Pommes essen. Großer Andrang auf der Terrasse und vorm Tresen. Die Aushilfen kommen kaum hinterher. Zwei Pommes sind fertig. 30 Bestellungen auf einmal. Heiko, die Pommes sind fertig. Wenn Ute gleich kommt. Ich kann halt nur das wegarbeiten hier, was ich hier an Zetteln hinbekomme. Es wird voller draußen, man hört's ja. Und ja, ist viel zu tun. Ist volles Haus, ja. Weiß ich nicht. Ja. Und neben dem noch stockenden Service und dem Kochen gibt's noch andere Probleme. Die neue Technik mit dem Tablet. Das wird Tisch 1 gleich. Ja, ich habe schon wieder das Problem mit dem Tisch. Das hab ich jetzt schon gesendet. Die sitzen draußen. Wo gehe ich nochmal hier rauf? Ja. Achso, und dann Bestellung übermitteln und dann an den Tisch, wo die sitzen. Das müsste Terrasse, der letzte Tisch, 6 sein. Ja, ich komme. Wo ist dieser Veralsterwasser? Sind leer. Haben wir da unten welche? Guck mal da in der Schublade. Die rechte Schublade im Holzschrank unten. Nein. Unter den Gläsern. Hinterm Tresen. So, hinterm Tresen. Ja. Tisch 1. Im Gastraum, ne? Unten auf dem Sportplatz ist genauso viel los. Auch am Tresen bei Melanie. Schon 3-mal musste sie Bier und Korn nachbestellen. Und auch die Bratwurst kommt gut an. Nee, 4 Stück. Klar, man könnte sich gerne mal eine halbe Stunde hinsetzen und vielleicht selber mal ein Bier trinken, aber ja, mache ich dann im Anschluss. Immer noch viel los bei Patrick. Er bleibt gelassen. Eine Currywurst vergessen. Hier auf der Insel ticken die Uhren ein bisschen anders. Zum Glück, ja. Kunden können eh nicht weglaufen. Sein Motto, jetzt bloß keine Hektik. Ich muss hier nichts drücken, oder? Erneut versuchen, irgendwie funktioniert das nicht.
Stellen Sie sicher, dass das Kartenterminal... Ist das aufgeladen? Nee. Achso, ja, jetzt geht's. Ne? Muss ich da nochmal fertig draufdrücken, ne? Ausgerechnet jetzt ein Anruf von Melanie. Ja, bring ich dir runter. Alles klar, ciao. Unten am Vorplatz ist die Bratwurst leer. ja, da muss gleich welche runtergefahren werden. Ist ein gutes Zeichen, ne? Die wird gut angenommen. Wenn leer, dann leer. Ne, wir gucken gleich mal, wer runterfährt. Gerade ist ein bisschen Stress. Und die vielen Gäste auf der Terrasse brauchen heute vor allem eines: Geduld. Ja, aber das spielt doch keine Rolle. Okay. Also dafür sind wir ja mal hier, um mal was Besonderes zu erleben. In der kleinen Küche ist Patrick weiter im Stress. Ein Essen wurde falsch gebongt. Ja, da muss man alleine durch. Hier ist viel zu wenig Platz. Um ich wollte keine Currywurst, sondern nur eine Portion Pommes mit meinem Ketchup. Was mache ich jetzt nur damit? Dann fragst du sie, ob sie die Currywurst trotzdem isst. Und dann Können wir das löschen? Also, oder stornieren? Wir können das stornieren, ja. Ja? Soll ich den Zettel beiseite legen wegen Storno? Oder? Ja, genau. Schreibst du drauf. Dann zieh das Geld nur ab von der Summe denn. Okay. Möchte sie aber eine Portion Pommes noch extra haben? Ja, das ist Tisch. Den habe ich. Hat er dir die. Wusste. Das ist nur eine Portion Pommes mit Mayo. Ach so. Und dann, ich lege das beiseite, die Storno, das machen wir später, okay? Ja. Dann brauche ich eben Stift, dass wir uns das eintragen. Und immer wieder Nachfragen von den Aushilfen. Die können dann auch gleich raus. Löffel haben wir wo? In der Schublade, ja. Seit 3 Stunden Dauerstress. Wenn der erste Anfang vorbei ist, mache ich 3 Kreuze, ja. Drei Kreuze, die macht bestimmt auch seine Frau Melanie draußen auf dem Fußballplatz, wenn das Turnier in einer guten Stunde zu Ende ist. Ja, dann brauche ich 1 Karton Korn neu, ich habe nur noch 1 Kiste Cola und nur noch 1 Kiste Wasser. Ein letztes Mal Getränkenachschub für Melanie. Und auf dem Spielfeld fallen die letzten Entscheidungen. Unten links. Platz Nummer 1, Pfingstturnier Lüesand 2023, FC Säulensäufer. Geschafft. Ihr erstes Fußballturnier am Pfingstsonntag auf Lüesand. Patrick und Melanie sind zufrieden. Also es ist viel Arbeit, aber es kommt halt auch was bei rum. Man muss auch was für die jüngeren Camper tun und man motiviert die auch und ja, es ist einmal im Jahr Ausnahmezustand und ich denke, das ist okay, das wissen alle. Wir hoffen natürlich, dass das Thema Camping nicht ausstirbt und dass wir hier noch lange weitermachen können.